Anfang 2019 starben beim Bruch eines Staudamms im brasilianischen Brumadinho mindestens 270 Menschen. Jetzt muss sich der TÜV Süd in einem Zivilprozess vor dem Landgericht München I verantworten, wegen möglicher Versäumnisse bei der technischen Prüfung. In dem Verfahren werfen die Gemeinde und Opferangehörige einer Gesellschaft des TÜV vor, den Damm zertifiziert zu haben, obwohl er nicht ausreichend sicher gewesen sei. Der Bruch des Staudamms an einem Rückhaltebecken der Wahler Eisenerzmine brachte eine giftige Schlammlawine ins Rollen. Neben vielen Todesopfern führte dies auch zu einer Naturkatastrophe in der Region. Der Konzern Vale erklärte sich in diesem Jahr zur Zahlung von 5,8 Milliarden Euro zur Beseitigung der sozialen und ökologischen Folgen des Dammbruchs bereit. 1,4 Milliarden Euro davon waren direkt für Betroffene vorgesehen.